Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir waren gerade in der verbotenen Bibliothek und kehren jetzt zu Professor Fig zurück. Mal gucken, ob wir ihn wo finden. Wahrscheinlich in seinem Büro. Da müssen wir jetzt hin. Langsam kennt man sich hier aus ein bisschen. Oh, nachladen. Ah. Super! Ich finde das Zaubern ziemlich cool hier drin. Macht echt Laune. So. Hm. Ja, ja. Beim nächsten Mal zaubere ich mich direkt hin, damit es schneller geht. Passiert nichts mehr. Sind auch über Katzen drauf. Was zu bedeuten hat, man weiß es nicht. Da muss ich irgendwas machen? Okay. Fangen wir mal an. Achso, es muss ja bestimmt Uhrzeit sein. Es war jetzt nachts. Deswegen ging das nicht. Oh. Snape! Das kann ich dir den gab's da noch nicht. Kobolde Sharp. Und Rockwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Ja, ich bin's. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Aber wer? Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Natürlich. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Okay. Da ich rüberspringen kann, ist irgendwie nervig. Hier ist doch irgendwas Schatziges drin. Was ist das hier? Nachrichten, ja, wunderbar. Das sieht aus wie so eine... Oder heißt es nichts Besonderes? Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Okay. Welt, hat ihr da gerade einen Eulenpost geschickt? Okay. Weltkarte. Eieiei. Noch größer als gedacht. Okay. Es gibt neue Dörfer und alles. Wie cool ist denn das?
Beim Erkunden verschwindet der Nebel und die Karte wird nach und nach freigelegt. Ah, okay. Die Professorin Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir. Okay, warte, müssen wir kurz gucken. Aufträge da. Wir machen, glaube ich, erstmal die Unterrichtsstunde in Kräuterkunde. Nein. Professor Hickards Aufgaben zweimal jetzt erstes. Expelliarmus, den brauche ich auf jeden Fall. Klassenzimmer. Entgehe erfolgreich gegnerischen Angriffen per Ausweichrolle. Halt, ich habe doch rausgewählt, was ich haben wollte, oder? War ich jetzt verkehrt? Folgen wir? Okay, es gibt einige Sachen, die man hier machen kann. Okay. Na gut, laufen wir erstmal. Komische Nebel. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Und dann sind wir dahin. Okay, dafür gibt es keine. Okay, da muss man einfach irgendwo hingehen und das finden. Kriegen wir auch hin. Du hast ja der kleine Pfeil da unterm Schild, dass wir runter müssen. Jetzt Lehrerin, dass sie nicht von ihrer Frau. Geh mal raus. Geh da rüber. Oder warte mal, nee, wir gehen erst hier rein, ne? Mal erst das hier fertig hier drin, was hier drin war. Das macht ja gar keinen Sinn. Da. Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Naja, sag mal, ich hatte ganz viel Glück. Kann sein, dass das so wirkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es waren oft einfach die Umstände. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren und... Also... Meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Sie wirken harmlos, aber ihre Zungen können einen schon erschrecken. Eben. Unsere Mitschüler haben einfach keine Ahnung. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Warte mal, das ist schon witzig. Tut mir leid, aber du musst zugeben, das ist schon witzig. Das finde ich überhaupt nicht. Everett hat dasselbe gesagt. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Klingt spannend. Klar. Na gut. Mach ich gerne. Ich werde dir helfen. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Okay. So, aber das wollen wir jetzt gar nicht machen eigentlich. Nee. Ich wollte eigentlich jetzt das andere machen. Warte mal. Brauche ich jetzt Aufgabe 2. Den will ich verfolgen. So. Professorin möchte, dass ich übe. Angriffe mit Hilfe von anderen. Sie möchte, dass ich in eine, auf eine Gegner bin. Mein Handbuch hat mich durch diese Aufgabe führen, aber meine Karte könnte noch nützlich sein. Okay. Morgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Wahrscheinlich muss ich dafür raus, ne? Aus Hogwarts? Oder was ist hier denn? Unterrichtsstunde Kräuterkunde. Okay, das können wir als erstes machen. Aber eigentlich müssen wir das Lower Hogshield. Lass mal rausgehen hier irgendwie.
wohin kommen. Revelio. Ich liebe es, Bin. Das kann doch nicht so schwer sein, wie es aussieht. Und ja, überall hin, wo ich gar nicht hin will. Das Wurzelgeflecht, dieses Zentrum des Gewächshauses bestehenden Baums, ist so weitreichend verschlungen wie der Kerker der Schule. Okay. Revelio. Also irgendwie bin ich hier komplett falsch. Vielleicht sollte ich ins Wasser springen. Also ich bin hier irgendwie verkehrt. Warte mal, wir müssen ja irgendwo hin, wo ich das machen kann mit den Sammlungen, Truhen. Ja, das haben wir alles, aber ich verstehe das mit den Aufträgen nicht ganz. Wo kann ich das denn machen? Keine Ahnung. Ich glaube, das muss man einfach mit. Das hat wahrscheinlich eine Aufgabe, eine Nebenaufgabe. Deswegen lass uns erst zur Kräuterkunde gehen. Und das wird wahrscheinlich eine Aufgabe sein, die nebenbei erfüllt wird. Denke ich. Könnt ihr mir vorstellen. Ach, guck mal, was ist das direkt hier? Zack. Ja, hier so. Züchtet sich schon wieder Prunguszwiebeln? Guten Morgen, Professor Garlic. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen. Die Alraunenwurzel. Nämlich der Alraunenwurzel. Akio. Na, hol sie mal da raus zum Schrein. Mal sehen, was wir für unsere fasrigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Ah. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Achso. Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Ach, cool. Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Das war's schon für heute. Dann drehe ich mich auch mal gerne haben. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentisch. Hm. Ob Hippogreife wohl Knöte? Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Hat Spaß gemacht. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar! Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen.
Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Säen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Okay. Mal sehen, wie kann ich mein Flockenblumen-Arrangement abrunden? Aufgrund seiner Heilwirkung ist Dictam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank, wie Sie sicher aus Professor 10 Minuten dauert das. Ertrag 5. Okay. Wählen, okay. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Dictam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Okay, wo ist Mr. Pruitt? Er hier? Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. So, dann komm mit. Ja, es ist anscheinend nicht. Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja, danke. Ich darf den ganzen Kräuter ein, die wir finden. Ich hätte fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Aber hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Los, siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Ich setze alles ein. Okay, wie macht man das? Halt die L1 gedrückt und tipp auf R, um das Werkzeug gerade zu. Da. Oh. Schau dir das an. Alte Schwede. Alles, was sie in den Mund bekommen. Coole Waffe. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Fiese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotuble oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein, aber naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Ja, das sollten wir wohl. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Das ist schon cool hier alles. Halt, falsche Richtung. Muss hier raus. Und mit dieser nützlichen Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhaut haben. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Ja. Okay. Abgeschlossen. Aber unsere Pflanze ist ja noch nicht fertig hier drüben. Wir brauchen noch ein bisschen. Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Zuhause, wenn ich dafür schon mein Gehör opfern muss.
Was ist das? Rezept? Brotzeit? Okay, haben wir noch nicht den Trank. Aber schon cool, dass man alles finden kann. Was denn für einen neuen Auftrag? Ah, okay, das sind die Hauptaufträge. Das sind alle Aufträge. Zaubertränke, Unterricht besuchen. Gut. So. Gehen wir zu den Zaubertränken. Wo wir wahrscheinlich dieses Ding hier brauchen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall wieder hier hin. Aber jetzt gehen wir erstmal hier raus. Reveli. Wir können aber über die Karte hin eiern, aber wir können auch woanders noch hin. Wir reisen mal zum Verbotenen Wald. Das dürfen wir nicht rein, vielleicht können wir da ein paar Gegner machen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz bei der Ausrüstung, ob da ist nichts mehr drin. Inventar, hier vielleicht noch irgendwas drin, was wir benutzen können. Okay. Ja, nichts. Okay. Gut. Dürfen wir einfach rein oder dürfen wir da nicht rein, weil wir vielleicht zu schwach sind? Kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Einige Hühner. Was steht hier? Dangerous steht hier, okay. Hört, hat mich irgendwas gesehen? Was denn? Ah. Da gibt's Spinnen. Und hier gibt's. Okay, komm mal nicht einfach rein. Aber dann noch vielleicht mit. Incendio! Okay. Ich werde nicht die gleichen Fehler machen wie meine Kameraden. Was wird da geredet? Ich glaube, wenn hier ein paar Leute befreien, kann das sein. Alter. Wir gut zielen können hier. Was ist das? Spinnenfangzahn. Das ist Kohle? Ist da jemand drin? Wie kann man den befreien? Ach hier. Geht nicht. Levioso. Vielleicht kann ich ihn so befreien, warte mal. Incendio. Aha, oh. Potego. Was für ein cooler Zauber, war das denn? Levioso.
Frage, wer er ist hier, ne? Er ist weg. Aber wir haben ihn anscheinend befreit. Glaube ich. Durch irgendwas. Protego! Incendio! Kann er rüber? Ah, hier geht's weiter. Okay. Ach, krass. Geht hier wirklich weiter. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist so ein abgesperrtes Gebiet, aber es ist echt eine richtig offene Welt, so ein bisschen. Warte, ich guck mal ganz kurz auf unsere Aufträge. Ach, guck mal, da sind die Sachen, die ich machen muss. Gut. Den verfolgen wir auch. Gut, dann gucken wir noch ein paar Gegner und machen ein paar Ausweichrollen und so ein Kram. Incendio auf Gegner. Incendio haben wir. Incendio ist ja das Feuer, also. Gucken wir das nochmal finden. Der Kohl läuft hier immer noch rum. Wie lustig ist das denn? Okay. Da waren wir gerade. Wir noch einiges finden hier, oder? Extreme Danger steht hier. Was ist hier denn? Hier sind so Lichter aufgestellt. Seht ihr das? Warum? Hier ist ein Tisch. Ah, guck mal da. Levioso! Incendio! Straßenköterfell. Okay. Das ist schon echt mal eine coole Welt, ey. Gerade wenn man die sahen auch schon mal besser aus. Ja, stimmt. Cool das Ganze ist, ey. Huch, war das? Man weiß es nicht. Incendio! Wer hat das gesagt? Revelio! Oh, das wird ein Spaß. Oh, keine Ahnung, wer es war. Wir gehen jetzt mal hier rein. Da oben ist Geld. Hier gibt es einen Bretterbude. Kann ich die kaputt machen? Incendio! Brennt es weg? Oder passiert gar nichts? Aha. Kannst du runterspringen? Okay, wo immer wir hier sind. Das ist schon wieder abgefahren. Ah, okay, warte mal, ich habe eine Idee. Also hier kurz das einsammeln und daran können wir ziehen, behaupte ich mal. Und das können wir aufmachen einfach. Aber wie? Ah, warte doch, warte mal. Ach, hier. Hm. Ja? Nee, aber hier drin ist irgendwas, aber ich kann da nicht rankommen, richtig, oder? Hm. Achso, oder? Kann auch runterschieben hier, oder was? Damit jetzt nicht. Damit vielleicht? Mit kann man das hochschweben lassen? Levioso! Was da drin? Nee. Levioso. Da geht nichts. Verbrennt? Auch nicht. Warte mal, kann ich das Ding wegschmeißen? Pass auf. Ach hier. Was ist denn da drin? Incendio. Das leider nicht aufmachen. Ach hier. Ah so, okay. Ah, warte. Ich weiß wie. Kurz mal hier rauf und dann machen wir einmal hier reparieren, oder? Geht das? Reparo. Nee, auch nicht. Damit.
die Frage, was man hier machen kann. Protego! Incendio! Und ich? Akio! Repar! Was soll das? Ich verstehe es nicht. Levioso! Akio! Was rausziehen hier? Jetzt? Können wir das jetzt reparieren? Reparo. Nee. Keine Ahnung, wofür es ist. Okay, machen wir das hier. Akio. In Ferien müssen bei Verzauber getroffen werden, um sie für andere. Okay. Okay. Protego! Incendio! Incendio! Dass man noch einen Zauber rausziehen kann. Akio. Repar. Incendio. Akio. Was kann ich denn damit machen? Noch nicht rausgefunden, worum es hier geht, so richtig, ne? Und die alle zusammensammeln hier irgendwie? Ich muss auch wieder rauskommen hier irgendwie. Da geht's auf jeden Fall nicht raus. Was ist hier drin? Holzboden mit silberner Gestelle. Okay. Akio! Levioso! Ja, da komme ich nicht hoch. Ich kann mich hier nur rauszaubern, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es muss ja irgendwie was geben hier, was man machen muss. Akio! Levioso! Repar! Okay. Hä? Das ist ein bisschen komisch, oder? Na, ganz hoch komme ich nicht. Hier. Was kriegt hier eigentlich heraus? Was kann man denn hier machen, ist die Frage. Akio.
Ich gehe da nicht raus. Aber ich kann dir schweben lassen. Warte mal. Ob ich den besser rauskriege? Levioso! Nee. Was haben wir denn noch für Zaubersprüche? Dass wir irgendwas da machen könnten? Ja, eigentlich nicht, ne? Gut. Aber da ist ja auch irgendwas, ne? Was da so läuft. Repar! Ach hier! Ich muss das da raufgesetzt, auf dem hier. Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, das muss man mal so machen. Okay. Ah, okay. Abgefahren. Muss man erstmal drauf kommen. So. Da hinten leuchtet irgendwas, da gehen wir mal hin. Krass, was man alles entdeckt. Akio! Ja, ich habe viel zu tun. Wow! Levioso! Akio! Das war gut! Krass. Da waren die beiden, aber ich habe leider das nicht gemacht, was ich machen wollte. Das ist nicht blöd. Guck mal, was hier noch ist. Was ist das? Verbotener Wald. Aber hier kann man schon irgendwas machen, aber ich kann hier so nichts machen. Nun gut. Oh. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Oh, das ist aber ein starkes Spinnen hier. Warte. Incendio. Oh. Ausweichen. Ausweichen. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, haben wir geschafft, aber wir haben auch keine Heiltränke mehr. Die Frage. Levioso! Incendio! Okay. Was haben Sie jetzt vor? Naja, nie wollte ich gucken, was es hier noch so gibt, aber. Da ist einfach eine Kreuz mit Materialien, steht da. Ah.
Shit, ich habe nicht mehr viel Leben. Meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Nee. Incendio! Weiß ich, ich sollte gar nicht hier hingehen, die sind alle Level 20. Gerade so spannend, hier längs zu laufen. Willst du etwa noch mehr? Ach, nicht die letzte Kerze. Protego! Nein! Okay, und so kann man auch mal sterben. Die Reise ist beendet. Am letzten Checkpoint starten. Keine Ahnung, wo das war, aber schon krass. Also hier im Wald sollten wir vielleicht nicht rumlaufen unbedingt. Was? Wo ist der letzte Checkpoint? Ist hier? Wollte ich verarschen? Was haben wir als letztes gemacht hier? Gucken wir uns mal die Aufträge an. Nee, Aufträge habe ich gehört. Ich bin Stufe 7. Warte mal. Ich dachte, er speichert automatisch zwischendurch. Tut er das gar nicht? Das wäre echt schlecht. Da Higgs Aufgabe 2. Das muss es ja sein. Das wäre ja schon ärgerlich, wenn man so viel verloren hätte. Ne? Zwischendurch immer speichern oder? Ah, guck mal hier. Gut. Entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Incendio! Legioso! Das ist kein Scherz! Oh, das war ein bisschen harter Kampf hier. Legioso! Protego! Wir leben verloren hier. Vermutlich hätte unser Bootsfackel okay. Mehr abverlangt. Gut, gut, gut. Die Reise ist beendet, okay. Wir laden und laden wieder den letzten Speicherstand. Ja, aber hier machen wir, glaube ich, erstmal eine Pause, weil ich glaube, man hat gerade zu viel gemacht. Beim nächsten Mal geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.